Ja, willkommen zurück am Samstag, am Samurai-Samstag mit unserem Hide. Ja, stimmt, ich bin allein. Also mit Hide, das bin ich. Hallo. Und wir werden jetzt einen Aufbruch nach Kyushu machen, wo wir die Shimazus Hideyoshi wa konfrontieren Motoshika werden. wo Motoshika wo Motoshika Genau, in der letzten Folge haben wir Shikoku erobert. Und Hideyoshi Hashiba wird nun Hideyoshi Toyotomi, eine Evolution wie bei Pokémon zu sehen. Anderer Name, selbe Fähigkeiten. Egal. Kyushu wa Shimazuke niyotte Toiz Mokuzen no Tokoro made kiteita. Und nun bekommen wir von Muneshige und Ginchio Tachibana Unterstützung, unseren Yoshihiro mal ein bisschen zurechtzustutzen, denn der kontrolliert fast ganz Kyushu. Legend of the Land United. Conquest of Kyushu. Und damit geht's los. Also weiter und los. So, wen haben wir? Ihn haben wir. Und wir werden mal den Barden ausprobieren. The Kyushu Campaign. Kyushu Seitōgun no souzei wa 20 man. Hideyoshi-sama no hontai no hoka ni Mori, Tokugawa, Chōsokabe, Tachibana nado take mo sansen itashimasu. Es sieht sehr gut für uns aus. Wir haben die Überzahl. Und er wird keine andere Wahl haben, als sich zurückzuziehen, der Herr Shimazu. Und Kushoshu und Motochika. Ja, ja. Du Oller Barde. Da weiß unser Hideyoshi auch nicht so recht, wie er darauf antworten soll. Oh, Muneshige, Ginchio, Chiko! Omae-san-tachi ni rei ga iitai. Moshi Kyushu zendo ga Shimazu no mono ninattottara, washi wa motto daikibo na gun wo okosaneba narankatta. Sono bun, jikan mo kakaru jarou shi, hitoji ni mo fueta jarou. Ja, also die wurden auch schon überfallen von den Shimazus und wollen jetzt natürlich uns unterstützen. Auch ein bisschen mit Eigenwillen, das alles zurückzuerobern. Aber ihr Main Camp haben sie schon zurück eingenommen. Wenigstens etwas. Und dann wollen wir den Tachibanas mal helfen. Auch total uneigennützig. Weil wir ja das Land vereinen wollen.残党の北条、奥州の伊達に対するか。オプス。これは上策。九州の天末を見て、北条を伊達らが降伏すれば良し。無駄な犠牲を出さずに天下統一を果たせよう。だが、島津のように抗ったらどうなる。Da müssen wir kämpfen. 中策を取る。圧倒的な兵力で囲み、
Also sein Ziel ist es immer, mit so wenig Verlusten wie möglich auch für beide Seiten zu kämpfen, beziehungsweise zu strategieren. Denn es geht ja eigentlich um das um die Vereinigung des Landes, und da wollen sie nicht hinterher selbst zu wenig Leute haben. Das ist eine gute Frage. Wie lange werden sie mit dem Druck fertig werden? Wir wissen es nicht. Mal gucken, was der Bade alles hat. Ein Skullbeat mit einem Totenschädel. Ist das nicht schön? Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wo ist er denn? Da ist es. Haha, aua. Wollen wir mal ein bisschen Rock'n'Roll machen? Im fernen Osten. Ja, okay. Wow. Kann mit dem Bild überhaupt nicht spielen. Aber egal. Jeder muss einmal rankommen. Und da gehört auch ein Bade zu. So, mit einer Gitarre als Waffe, das kann schon wehtun. Habe ich auch mal versucht. Da war die Gitarre hinterher kaputt. Aber ich habe ja auch keine asiatische, was auch immer Gitarre das ist. Eine laute ist das jedenfalls nicht. Das ist ja eine leise. Oh Gott. Ey, du hast mir den Finisher versaut. Du böser Barde. So, also wie ihr seht, haben da gerade der mit einer Laute kämpft, der andere kämpft mit einem Buch. Wenn man seine Waffen wählen will, dann unbedingt die Literatur. Die geballte japanische Literatur auf den Kopf. Und du versaust mir wieder meinen Finisher. Böser, böser Barde. Der muss erstmal erzogen werden. Patsch. Obwohl, mich würde ja interessieren, was der hier für ein Heftchen hat. Kann ja auch was Schmuddelheftchen sein. Ohoho. Ey! Weißt du was, dich schicke ich jetzt einfach mal weg. Dann versaust du mir nicht wieder alles. Hier, auf den kannst du doch. Tschüss. Ha! Ein explodierendes Buch. Hat nicht jeder. So, dann gucken wir mal. Der Barde? Der kann hier schon einen übernehmen. Ein Herrn Shimazu. Was? Wie? Wo? Leute wurden besiegt. Das ist nicht gut. Er bleibt mal hier. Guck mal ein bisschen. Passt auf die Leute auf. Klon! Super Klon! Was? Wer Kurenobu Yufu? Ach, da oben der. Ja, wie soll ich den denn verteidigen? Da ist alles abgesperrt. Ihr seid ja witzig. Wie soll ich denn da rankommen? Oder vielleicht... Vielleicht gibt es hier jemanden, der das Tor bewacht. Oder ich muss den hier töten. Ich meine natürlich besiegen, nicht töten. Töten ist böse. Sowas machen wir nicht im Krieg. So, geht das Tor jetzt auf? Nee. Da! Ah! So.
So, wie sieht's hier aus? Bewacht jemand? Ja! So. So mag ich's. So, du bewachst auch das Tor. Das haben wir aber gleich. Mit der Macht der Literatur verbanne ich dich aus diesem Spiel. Ha! Und wieder hat die Gerechtigkeit gesiegt. Und jetzt können wir ihn... Wir müssen ihn retten. Sonst geht das hinterher ganz schief. Da sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen, was? Mit der Macht der Karten. Vertraue auf das Herz der Karten. Habe ich mal so aufgeschnappt. Und schwupp. Der hat doch ganz sicher ein Schmuddelheftchen da. Hat noch schön einen alten Klassiker Einband darüber gemacht, damit es keiner sieht. Aber eigentlich ist das ein Perversling. Aua. So. So, Herr Yufu, ich lass dich mal alleine. Hier kriegst du noch ein bisschen Help. Keine Help, sondern Help. Und dann gucken wir mal beim Baden vorbei. Hat der irgendwas erreicht in seinem Leben? Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt den ganz langen Weg oben rum nehmen. Wir haben ja das Tor jetzt geöffnet oben. Und da... Oder? Nee, da ist auch verschlossen. Aber da ist wenigstens einer, den wir noch ein bisschen zurechtrücken können. Was? Er mag es von hinten zu kommen. Das ist aber gar nicht nett. So, wieder ein bisschen aufgefrischt. So, hier leuchtet so viel, ich habe keine Ahnung. Ach, oh oh. So, Meister, jetzt fangen sie mal ab. Ich werde hier noch ein bisschen prügeln. Das ist das Schöne, du kannst den Leuten schön kommandieren, geh mal dahin und während die gehen, kannst du weitermetzeln. Und wenn sie da sind, bist du meistens fertig, dann kannst du mit denen weitermetzeln und dann mit dem anderen rumlaufen. Es ist kompliziert, aber es geht eigentlich nur ums Verprügeln. Wenn sie denn mal hingehen würden, wo man ihnen sagt, wo sie hingehen sollen. Schwupp. Kotarofu? Ach nö. Der feindliche Ninja ist wieder unterwegs und das hasse ich. Ninjas, das ist doch... Ah! So! Dann fang du ihn mal ab. Seht ihr? Der kann jetzt laufen und wir können prügeln. Das ist schön. Der Computer kann immer rumlaufen. Der kann nicht metzeln, wir metzeln für ihn. Ist für ihn auch sicherer. Da kann er nichts falsch machen. So. Die sind besiegt. Er ist bei Kotaro Fuma. Jetzt wechseln wir zu ihm, können metzeln und er kann wieder laufen. Haha! Ist ja genial, Hide. Wie hast du das denn gemacht? Oh Gott! Ich habe keine Ahnung. Warum rede ich mit mir selbst? Warum? Das ging schnell. Aber wir haben ja auch eine super Waffe mit einem Totenkopf. Und ein Totenkopf an jeder Waffe sagt, ja, ist gut. Außer wenn der Totenkopf vielleicht die Waffe ist. Dann ist das ein bisschen, ja, ist scheiße. Außer bei Halo, da ist der Totenkopf eine super Waffe. Ein Schlag und tot.
Hier sind schon 8 Schläge. Nee. Mehr. Aber hier ist auch kein Totenkopf dran, sondern nur Schmuddelhäppchen. Und hallo, Herr Bade, jetzt mach mir nicht wieder meine Finisher kaputt. Na also. Schwupp. Da unten ist er ja. Ja komm, trau dich, öffne die Tore. Na? Ja, ich glaube, das ist... Oh Gott, was ist da unten los? Herr Barde, leg los! The power of music is in the air! Ja, so schnell geht's. Es wird zu einer lebenden Hölle! Und das erfreut unseren Yoshihiro, denn er ist ja auch bekannt als Devil Shimazu. So viele Teufel hier in Japan. Wir hatten ja letztens schon Katsuhiro Shibata, den Teufel. Motochika, unser Barde, wird auch als junger Teufel bezeichnet, wie wir bei Snorri's Adventure gelernt haben. Und Hanzo Hattori wird auch als Teufel bezeichnet. Und die Power der Literatur mit der Macht der Karten. Verbanne ich auch dich aus diesem Spiel. Denn nun bist du in der Unterwelt, wo wir Karten spielen. An welchen Anime erinnert das wohl? Schwupp. Nochmal mit so einem dicken Pferd draufknallen, das um die 500 Kilogramm wiegt, schätze ich mal. Das kann wehtun. Boah. Gott, ich sehe gar nicht. Oh, da war einer. Dich schnapp ich mir. So, das ging ja sehr schnell. Ich glaube, jetzt ist nur noch einer. Ne, 2 sind übrig. Anscheinend. Und ihr seht oben rechts wieder, die Moral unserer Truppen sind am Siegepunkt. Sag ich jetzt einfach mal. Und wieder, mit der Kraft der Karten verbanne ich dich aus diesem Spiel. Schwupp. Ja, ein Buch ist mächtiger als eine normale Waffe. War, glaube ich, ein Sprichwort. Nur halt besser, als ich es formuliert habe. Irgendwie so. Ein Buch ist besser als jede Waffe. Nein, ist falsch, aber man kann mit einem Buch auch umbringen. Ist gut, ich will weg damit. Go, go. Leute, ist ja gut. Ist ja gut. Ich will doch nur das Spiel spielen. The Toyo Tomi's Land. Und so starten sie sich an. Hideyoshi-san,
ある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男がな。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだな。ならばいつかまた俺たちは戦うことになるかもしれん。二度目の別れか。Also unser Yoshitsugu wird wohl weiterhin bei den Toyotomi bleiben, während Takatora Todo sich den Tokugawa anschließt. Noch haben die ja ein Bündnis miteinander. Also noch ist Frieden zwischen denen. Das heißt, noch ist alles gut, und wenn ich noch einmal noch... Oh Gott, zweimal hintereinander. Ich glaube, ich höre besser auf, und wir sehen uns dann nächsten Samstag mit der Conquest of Odawara. Bis dann!